Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo mit einem neuen Produkt, was tatsächlich irgendwie Peace heißt. Und zwar gibt es die neuen Katjes Peace and Love. Ja, also ich habe hier mal wieder ein neues Produkt für Vegetarier. Katjes ist ja immer ohne tierische Gelatine. Und ja, wir haben hier so ganz viele kleine Figürchen. Peace and Love. Ich weiß gar nicht, was ich mir darunter vorstellen soll. Wir haben hier einmal die Geschmacksrichtung. Ja, es steht mal wieder nichts drauf. Das heißt, ich muss sie erraten. Und ich zeige sie euch auch mal in der Großaufnahme. So, hier seht ihr sie einmal in der Großaufnahme. Wir haben hier, ja, verschiedene Figuren. Es gibt hier, ihr seht hier schon Tauben, Blumen, so ein Peace-Zeichen hier oben oder so ein Yin- und Yang-Zeichen, Augen. Also die Edition Peace and Love. Und ich will jetzt hier mal, ja, verschiedene Figuren, ja, davon testen. Wir haben hier einmal, ja, so ein Peace-Zeichen hier, so ein Finger. Einmal blau-rot. Ich weiß nicht, welche Geschmacksrichtung es ist. Wie gesagt, es ist hier ja nichts drauf beschrieben. Oh, aber gleich sehr weich. Normalerweise kenne ich Katjes von einer festeren Konsistenz. Ja, es klebt auch an den Zähnen, aber es ist dennoch sehr weich. Und es schmeckt auf jeden Fall nach Blaubeere. Irgendwas Bäriges ist dabei. So, jetzt haben wir hier nochmal so ein Peace-Zeichen, so ein Finger. Einmal mit Rot und Grün. Und das ist auf jeden Fall Apfel. Schmeckt auf jeden Fall nicht so bärig wie die andere Sorte. Ja, was haben wir hier noch? Wir haben hier so ein Auge. Ist das ein Auge? Einmal in Rot und Gelb. Leute, ich habe keine Ahnung. Das schmeckt so ein bisschen nach Pfirsich-Maracuja. Es hat so einen leichten Pfirsich-Touch. Also ich würde sagen, das ist ein Fruchtmix aus allem Möglichen. Am besten gefallen mir hier natürlich die dunklen Fruchtgummisorten hier mit Rot und Lila. Das schmeckt nämlich sehr nach Blaubeere. Finde ich persönlich am besten. Aber es ist für jeden was dabei. Oh ja. Diese roten und die lilanen, die sind richtig lecker, richtig schön beerig. Pfirsichgeschmack ist dabei, Apfelgeschmack ist dabei. Kann man auf jeden Fall nichts mit falsch machen. Sie sind vegetarisch. Ich kenne aber Katjes eigentlich so immer als in einer festeren Form. Sie sind sehr weich gelungen. Nichtsdestotrotz haben sie natürlich diese vegane Konsistenz. Sie kleben ein bisschen an den Zähnen. Sie sind gut gelungen. Sie sind sehr weich und es ist für jeden Geschmack irgendwie was dabei. Also kann man nichts mit falsch machen. Ich gebe den 7 Punkte. Ich muss sie mir jetzt nicht nochmal holen. Aber das ist auf jeden Fall ein toller Fruchtmix. Sie sind sehr schön fruchtig. Man schmeckt Früchte und Obst. Es ist nichts Künstliches dabei. Ja, Leute. Peace und bis bald.